Ohne Größe kann Frankreich nicht Frankreich sein, schrieb 1954 Charles de Gaulle in... Auch beim Bruttoinlandsprodukt rangiert Frankreich weit hinter den USA und China, nimmt allerdings immerhin den 7. Platz ein. Nicht weit nach Deutschland auf dem 4. Platz, aber doch nach Großbritannien und Indien, die es erst vom 5. und dann vom 6. Platz verdrängt haben. Frankreich ist auch weiterhin attraktiv für Auslandsinvestitionen. Die 5 dabei führenden Länder sind die USA, Deutschland, Großbritannien, Italien und die Niederlande. Die französische Volkswirtschaft zeichnet sich aber auch durch eine hohe Staatsverschuldung aus, die 2020 115% des Bruttoinlandsprodukts entsprach. Auch beim Außenhandel steht Deutschland besser da. Frankreich verzeichnete 2020 ein Handelsbilanzdefizit von 64,7 Milliarden Euro, während Deutschland einen Überschuss von 183,2 Milliarden Euro vermelden konnte. Seit fast 20 Jahren ist Frankreichs Handelsbilanz durchgehend negativ. Weiterhin eine große Rolle spielt es allerdings in Schlüsselindustrien wie dem Automobilbau, der Lebensmittelindustrie, dem Bausektor, der Luftfahrtindustrie, unter anderem mit Airbus, und dem Energiesektor. Und Frankreich ist mit 56 Kernreaktoren eine Industriemacht bei der zivilen Nutzung der Atomenergie. Unter den 10 umsatzstärksten Luxuskonzernen der Welt sind 4 französische Unternehmen. Neben weltweit führenden Konzernen im Banken- und Versicherungssektor und im Einzelhandel macht die Tourismusbranche allein 10% der Wirtschaftsleistung aus, die ihrerseits 3,6% des BIP und 5,6% der Arbeitsplätze ausmacht und Frankreich zur führenden Agrarnation der EU und zum 6. größten Agrarexporteur der Welt macht. Um weiterhin in einer multipolaren Welt Einfluss nehmen zu können, setzt Frankreich deshalb auf die Europäische Union. Seine afrikanischen Besitzungen zu halten, zauberte Frankreich 1945 eine neue Währung, den CFA-Franc, aus dem Hut und zwang seine Kolonien, ihn anzunehmen. Das ist ein Geldschein aus dem Senegal. Dieser stammt aus dem Kongo. Sie sehen einander nicht ähnlich, sind aber Teil desselben Systems. Einem System, das beide Währungen zu einem Kurs an den Euro koppelt, der vom französischen Finanzministerium festgelegt wird. Dieses System ist der Höhepunkt der französischen Politik, der CFA-Franc. Mit ihm kontrolliert Frankreich die Währungssouveränität von 14 Nationen, in denen fast 200 Millionen Menschen leben. In gewisser Weise baute Frankreich seinen Aufschwung in der Nachkriegszeit teilweise durch einen Vermögenstransfer aus Afrika auf. 1958 eine scheinbare Entkolonisierung durchlaufen, indem es lokale Kollaborateure einsetzte und ihnen die Unabhängigkeit verlieh. Durch die Aufrechterhaltung der Franc-Zone und französischer Militärbasen wurden diese Kollaborateure zu den Aufsehern in Frankreichs neokolonialem Reich. Natürlich folgten weitere Versuche, den französischen Imperialismus zu verschleiern. Der CFA-Franc wurde in 2 Währungen aufgeteilt, die die zentral- und westafrikanischen Staaten abdeckten. Mitte der 1970er Jahre wurde die jeweiligen Zentralbanken afrikanisiert und nach Yaoundé und Dakar verlegt. Obwohl diese Institutionen mit einheimischen Afrikanern besetzt waren, gab es keine grundlegenden politischen Veränderungen und Frankreich behielt sein Vetorecht bei der Festlegung der Statuten der Banken. Dazu gehörte die Auflage, dass die Mitgliedstaaten die Hälfte ihrer Devisenreserven bei der französischen Zentralbank hinterlegen mussten, plus weitere 20% für finanzielle Verbindlichkeiten, was bedeutete, dass die Mitgliedstaaten nur über 30% ihres Geldes verfügen konnten. Wie auch immer man es betrachtet, das CFA-System ist eine effektive Geldquelle für Frankreich, von dem die französischen Unternehmen ebenso profitieren wie das französische Finanzministerium. Frankreich muss insbesondere nicht auf seine Devisenreserven zurückgreifen, um afrikanische Importe zu finanzieren. Dutzende von französischen multinationalen Unternehmen sind in Afrika vertreten, darunter Total Energies, Areva und Vinci. Afrika ermöglicht Frankreich auch den Zugang zu strategischen Ressourcen wie Uran, das für den französischen Kernenergiesektor, der 3/4 des französischen Energiebedarfs deckt, unverzichtbar ist.
Gabun ist eine Erdölquelle. Mauretanien liefert Eisenerz und Togo und Benin liefern landwirtschaftliche Erzeugnisse. Obendrauf besitzt der Franzose Vincent Bolloré die meisten der großen Häfen Westafrikas. Es ist also kein Zufall, dass der ehemalige französische Präsident Jacques Chirac einmal erklärte, dass ein Großteil des Geldes in französischen Banken gerade aus der Ausbeutung Afrikas stammt. Und dass Frankreich ohne sein afrikanisches Imperium seine Weltgeltung verlieren würde. Um seine Hegemonie zu wahren, hat Frankreich seit den 1960er Jahren 40 Mal militärisch auf dem Kontinent interveniert. Von der Unterstützung korrupter Diktatoren bis hin zu Militäroperationen in der Sahelzone. Opulenz an der Spitze erzeugt Elend an der Basis. Obwohl Befürworter auf die Stabilität des CFA-Franc verweisen, schränkt die fehlende Währungssouveränität die den CFA-Mitgliedstaaten zur Verfügung stehenden Instrumente ein. So beträgt die Inflationsrate in der Elfenbeinküste etwa 6%, während sie im benachbarten Ghana 29% beträgt. Die Quote der extremen Armut in Ghana liegt jedoch nur bei 13%, während sie in der Elfenbeinküste 30% beträgt. Auch beim Wachstum bleiben die CFA-Mitgliedstaaten hinter anderen afrikanischen Staaten zurück. In den letzten Jahren haben die Gesellschaften der CFA-Mitgliedstaaten begonnen, öffentlich über Alternativen zu sprechen. Ein Trend, der immer lauter wird. Der am ehesten realisierbare Vorschlag ist die Bildung eines regionalen Währungsblocks, der nicht unter französischer Kontrolle steht. Einige Befürworter dieses Plans würden gern die Westafrikanische Wirtschaftsunion ECOWAS als Grundlage nutzen. Dieser Plan würde die CFA-Franc-Mitgliedstaaten um Nigeria herum neu ausrichten, das mehr als 2/3 des regionalen BIP erwirtschaftet. Nigeria ist außerdem ein Nettoexporteur von Öl, während die meisten anderen westafrikanischen Staaten Importeure sind. Schließlich beschränkt sich das französische Staatsgebiet bei weitem nicht aufs Mutterland und die Mittelmeerinsel Korsika. Außer den 5 Überseedepartements, Réunion und Mayotte im Indischen Ozean, sowie Guadeloupe, Martinique und französisch Guyana im Atlantik, gehören dazu mehrere Überseegebiete. Saint-Pierre und Miquelon vor Neufundland, Saint-Barthélemy und Saint-Martin in der Karibik sowie im Pazifik, wo Frankreich weiterhin eine wichtige Rolle zu spielen gedenkt, Französisch-Polynesien, Wallis und Futuna und natürlich Neukaledonien, das sich im Dezember 2021 gegen die Unabhängigkeit entschieden hat. Dazu kommen die der naturwissenschaftlichen Forschung dienenden französischen Süd- und Antarktisgebiete. Dadurch verfügt Frankreich nach den USA und vor China über das zweitgrößte Meeresgebiet der Welt. Zu den Stützpunkten im Mutterland und den Überseegebieten kommen Militärstützpunkte in Afrika und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie maritime Einsatzverbände im Nordatlantik, im Golf von Guinea und im Indischen Ozean. Die französische Marine hat nach Tonnage weltweit die 7. Kriegsflotte und verfügt als eine von 5 Flotten über eine ständige seegestützte nukleare Abschreckung. 2020 waren von den insgesamt 205.700 aktiven französischen Soldaten 30.000 im Einsatz, 400 in den baltischen Staaten im Rahmen der NATO, 720 als Blauhelmsoldaten, unter anderem im Libanon, dem Kongo und der Zentralafrikanischen Republik, 600 mit der Operation Shamal in Syrien und im Irak und 5.100 im Rahmen der Operation Barkhane in der Sahelregion verteilt auf Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger und Tschad. Frankreichs militärische Präsenz wurde ab Juli 2021 abgebaut und in Mali wurden 3 Stützpunkte im Norden des Landes aufgegeben: Tessalit, Kidal und Timbuktu. Und im Februar 2022, 9 Jahre nach dem Beginn der Operation Serval, mit der die Dschihadisten zurückgedrängt werden sollten, hat Präsident Macron bestätigt, dass Frankreich seine Truppen schrittweise aus Mali abziehen wird. Die französische Präsenz in Afrika wird von zahlreichen Akteuren in Frage gestellt, die gern den Platz der ehemaligen Kolonialmächte wie eben Frankreich einnehmen würden. So hat zum Beispiel China inzwischen Militärabkommen mit 6 afrikanischen Ländern geschlossen.
Dazu kommt die Entsendung von russischen Söldnern der Gruppe Wagner in der Zentralafrikanischen Republik, aber auch in Libyen, dem Sudan und Mosambik. Anfang 2022 kamen sie auch in Mali zum Einsatz. 2021 wollte Frankreich aber auch im indopazifischen Raum seine Weltmachtstellung unter Beweis stellen. Angesichts der zunehmenden Bedeutung der Großmächte China und Indien begann es sich in den 2000er Jahren Indien und Australien anzunähern und plante eine strategische Achse Paris-Neu-Delhi-Canberra. Aber als im September 2021 Australien, Großbritannien und die USA das gegen China gerichtete Militärbündnis AUKUS schlossen und Australien auf den Kauf von 12 französischen U-Booten verzichtete, veränderte das die Lage und durchkreuzte Frankreichs Ambitionen. Denn auf den Indischen Ozean und den Pazifik entfallen 93% seiner ausschließlichen Wirtschaftszone und dort leben 1,6 Millionen französische Staatsangehörige. Außerdem setzt man in Paris auf eine Vertiefung der bestehenden Partnerschaften mit Japan, Neuseeland, Vietnam und Indonesien, um sich möglichst geschickt aus der Affäre zu ziehen. Am Ende des Zweiten Weltkriegs ist Frankreich bestrebt, sich einen Platz in der globalen Ordnung zu sichern. Während des Kalten Krieges integrierte sich das Land in Institutionen unter amerikanischer Führung, darunter die NATO und Wirtschaftsorganisationen, aus denen später die Europäische Union hervorging. Die Idee hinter dieser Politik war klar. Die nukleare Abschreckung würde externe Bedrohungen abwehren, während die gegenseitige Abhängigkeit Spaltungen innerhalb Europas verhindern würden. Die Rolle des Juniorpartners war jedoch nicht nach Frankreichs Geschmack. Also zog es seine Streitkräfte zwischen 1966 und 2009 aus dem NATO-Kommando ab und entwickelte dann seine eigene nukleare Abschreckung. Später weigerte es sich, die amerikanische Invasion im Irak zu unterstützen. Als aufstrebende Weltmacht befindet sich China auf Kollisionskurs mit den Vereinigten Staaten. Europa wird in diesen Konflikt hineingezogen werden, ob es nun will oder nicht. Frankreichs Antwort darauf war die Forderung nach strategischer Autonomie, die Frankreich und damit auch Europa mit Washington verbündet halten, aber auch eine Konfrontation mit China vermeiden würde, sofern diese nicht unbedingt notwendig ist. Strategische Autonomie würde es Europa ermöglichen, seine wirtschaftliche Verflechtung auf Russland auszuweiten. Und indem es Moskau in diesen dritten Pol hineinzieht, würde Europa auch eine russisch-chinesische Allianz verhindern. Neben Deutschland ist Osteuropa ein weiterer Konfliktherd. Nachdem sie der NATO beigetreten sind, um ein Gleichgewicht gegen den Einfluss Moskaus zu schaffen, sind nur wenige Staaten an der Peripherie von dem französischen Plan begeistert, Russland wieder aufzunehmen. Großbritannien hat sich diese Stimmung zu eigen gemacht und durch seine Militärhilfe für die Ukraine hat London in Osteuropa erheblich an Einfluss gewonnen. Alles auf Kosten der Franzosen. Das größte Hindernis für die strategische Autonomie Europas sind jedoch die Vereinigten Staaten. Die Nutzung Russlands natürlicher Ressourcen und militärischer Stärke würde es Europa ermöglichen, sich vom amerikanischen Einfluss abzukoppeln, was wiederum das Entstehen eines russisch-chinesischen Blocks in Eurasien verhindern würde. Paris hat in letzter Zeit einige Erfolge beim Ausbau seiner Rüstungsindustrie erzielt. 2021 war ein besonders gutes Jahr für die französische Rüstungsindustrie mit einem Umsatz von mehr als 11 Milliarden US-Dollar. Exporte sind notwendig, um die französische Rüstungsindustrie zu stützen, welche die drittgrößte der Welt ist und rund 200.000 Arbeiter beschäftigt. Die durch zunehmende geopolitischen Spannungen ausgelöste Nachfrage hat allerdings vor allem amerikanische Unternehmen wie Lockheed Martin und Boeing gegenüber ihren französischen Konkurrenten Vorteile gebracht. Insbesondere der jüngste Kauf von Dutzenden F-35-Jets statt europäischer Alternativen durch Berlin wurde als Schlag gegen die europäische Verteidigungsautonomie gewertet. Abgesehen von Waffen wird Europa auch immer abhängiger von amerikanischen Energieexporten. Auch wenn die Sabotage der Nord Stream Pipelines wahrscheinlich durch Russland begangen wurde, sind die Vereinigten Staaten der unmittelbare Nutznießer. Die USA haben Katar und Australien überholt und sind nun weltweit der größte Exporteur von Flüssigerdgas. Für Washington gibt es daher keine strategischen oder wirtschaftlichen Gründe, Europa einen unabhängigen Weg unter französischer Führung beschreiten zu lassen. Aus amerikanischer Sicht ist die NATO als Gegengewicht zu China und Russland von entscheidender Bedeutung, weshalb Amerika keine Skrupel hat, interne Spaltungen auszunutzen, um Europa in seiner Einflusssphäre und auf Distanz zu Russland zu halten.
Die einzige Ausnahme ist die Türkei, die einen Grad an Autonomie und den Status eines Machtmaklers erreicht hat, von dem Frankreich nur träumen kann. Die Türkei bewegt sich zwischen den Blöcken. Sie baut eine Gasdrehscheibe mit Russland auf und kauft billig Energieressourcen auf, die sonst durch Nord Stream fließen würden. Gleichzeitig hat sie aber militärische Drohnen an die Ukraine verkauft und deren Waffenindustrie gestärkt. Ankara hat auch Druck auf Moskau ausgeübt, um die ukrainischen Getreideexporte freizugeben und sich so als respektable Regionalmacht etabliert. Im Grunde füllt die Türkei die Nische aus, die sich Frankreich für sich selbst wünscht.